Top 10 frische Parfüms für Männer. Oh, das ist der perfekte Videoanfang. Miami tut dir so gut, Power. Warum ist er gerade in Miami? Okay, Leute, wir schauen mal ganz kurz nochmal rein. Ich will ja Justin auch hier nicht seinen Content wegnehmen, ne? Grüß euch, Freunde. Jeremy Fragrance hier. Chilliger Jetzt Hartnett. Sprechen wir über frische Düfte, die einfach nur saugeil sind. Ich glaube, sind. Das könnte ein normales Video sein. Mit der 10 ja, wobei, und der 9. Und zwar haben wir hier... Es ist schon ein bisschen weird, weil es halt mitten auf der Straße ist. Hier Issey L'Odyssée sowie den Neuankömmling Bulgari Man Glacial Essence. Hammer. Da musst du nur gucken, dass du die alte Formulation findest. Google am besten im Internet. Old Formulation Issey Miyake L'Odyssée ist ein Yuzu-Duft. Sehr frisch, sehr bitter. Ich glaube, das ist ein normales Video, oder? Ich glaube, da ist er noch normal. Oder sauer. Ich weiß gar nicht, ob eine Zitrone sauer oder bitter ist. Ich glaube, saure Zitronen, genau. Und Bulgari auf der 9 haben ja, wir weird Duft, der recht es. Ähnlich zu Two and Two Man von Carolina Herrera ist. Und übrigens auch der gleiche Parfümeur. Mein Lieblingsparfümeur für Männerdüfte, Alberto Morias, hat den gemacht. Auf der 8 und 7 haben wir ich glaub, der stellt ein ziemlich hier nur krasse... Oder? Die 8 ist der Nordica Voyage, aha, sowie der 7 ist der ja, Green Creed Irish Aventus. Tweed. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die Green Irish. Zwei gegeneinander eintreten lassen habe, in einem Battle. Was war da los? Battle. Da war wieder ganz, ganz, ganz kurz weg. $20 gegen $400, zieh dir das Video hier rein. Okay. Schön wie frisch aus der Dusche, habe ich vorgestern getragen, gutes Kompliment zu bekommen. Und Green Irish Tweed, einer der besten Creed-Düfte und ein Duft, der sehr ähnlich zu Cool Water riecht, aber vor Cool Water kam. Das heißt, Cool Water anscheinend inspiriert von diesem Duft. Okay. Wundervolles Parfum okay. auf der 7. Kurzer Real Life Black. Tja. Er lebt in Miami auf der Straße, er hat kein Haus. Und jetzt kommen wir zu der 6 und 5. Ich will einfach nur da ein paar geile Düfte zum haben. Einen den Club de Nuit Milestone sowie Club de Nuit Intense. Okay. Beide von Armaf, beides Klone von Creed Parfums. Und zwar haben wir zum einen hier den Klon Milestone, ist eine Kopie von Millesime Imperial, der sehr frisch und sauber und ein bisschen wie Wassermelone riecht. Mhm. Und der Club de Ich glaube, das ist ein Video, da ist er ganz normal. Also man müsste mal halt in die Kommentare. Na, da ist nichts, da ist glaube ich nichts, da ist glaube ich nichts Weirdes dran. Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz die Lieblingsparfüms gucken, weil das ist ein Video, da war er, da ist er zu Hause. Ich grüße euch, ihr geilen Arschgesichter. Ups. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Ups. Ich grüße euch, ihr geilen Arschgesichter. Ups. Nein, Leute, ich liebe euch. Alter Schwede, hab ich gute Laune. So, ich habe heute ein paar Düfte, die ich neu kennengelernt habe, die richtig geil sind. Okay. Und die ich noch nicht... Es ist immer alles richtig geil. Es ist immer alles richtig, richtig geil. ...so häufig überhaupt gezeigt habe. Weil manche Leute haben ja gefragt, sag mal, zeig mal neue Düfte. Zum Beispiel den hier. Alter Schwede, riecht das geil, Alter. Oh, Junge. Und ich bin mit einem Girl hier, die hat den heute aufgetragen. Alter, du willst direkt mit der schlafen, weil er ist so geil, dieser Duft. Hä? Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, wenn man sich ein Parfüm aufträgt und das riecht so geil, dass man einfach mit einer Frau schlafen möchte? Was hat er da an der Nase? Aber ich sehe den mehr an einem Mann, dieses Parfüm. Aber man kann ja da mit dem Mann halt schlafen, oder? Das ist so ein Whisky-Parfum. Das ist hier Angel's Shares. Hat so eine Cognac-Rum-Note. Ich glaube, es ist Rum. Ja, wenn du so ein richtig geiler Johnny Depp bist. Wenn du ein richtig geiler Johnny Depp bist. Wenn man ein richtig geiler Johnny Depp ist. Fluch der Karibik. Ja. Und dann ausgesetzt bist auf dieser geilen, einsamen Insel. Auf der geilen, einsamen Insel. Eine Minute bist du jetzt noch nicht. Brech weg. Dieser geilen Frau. Mit einer geilen Frau, klar. Dann riechst du wie Angel's Shares. Mhm. Ich muss
Digga, dann riecht man wie ein Penner, weil man sich nicht duscht, Alter. Man stinkt nach Scheiße, weil man sich vollkackt. Ich muss dir gleich was erzählen, okay, euch deutschen Zuschauern. Ich war gestern bei einem All-You-Can-Eat-Buffet im Nikki Beach Club hier. Achtung, jetzt kommt's. Die Geschichte geht ganz woanders hin. Es ging um Parfüms, jetzt sind wir beim Nikki Beach Club. $50 pro Person. Wahnsinn. Also gar nichts. Das ist für Miami normal, das hier $500 pro Abendessen, weißt du. Und die haben so einen Mittagsbrunch von irgendwie 4 Stunden lang. Da habe ich alles gegessen, was reinging, Alter. Mhm. Ich muss dir gleich mal meine Erfahrung. Essensexperiment im Nikki Beach Club Miami. Naja, gut, erzähle ich dir gleich. Danke. Mach erstmal weiter mit dem Parfüm. Wir machen erstmal den Job hier weiter. Der ist geil, einer meiner Lieblinge. Schön. Talking about the woman. Er beschreibt ja auch nicht mehr, was die Parfüms sind. Es ist einfach nur noch wirr. Wir haben ja gerade das Mädel erwähnt, die Frau X. Die mag den zum Beispiel nicht. Muss ich hier ehrlich sagen. Also der ist nicht unbedingt von ihr zumindest der Ladies Favorite. Allerdings habe ich den an einem Subscriber gerochen, also an einem meiner Zuschauer. Ich treffe übrigens später einen. Der gibt mir eine Versace Eros Flasche. Das ist so geil. Meine Zuschauer supporten mich hier voll mit Düften. Ihr lebt ja, ihr seid ja nicht gerade jetzt in Miami, aber wenn einer von euch hier ist, schreibt mal in die Comment-Section hier in Miami. In jedem Fall. Soll ich kurz nach Miami fliegen, um ihn zu treffen, Leute? Was sagt ihr? Scheiß auf Corona, scheiß auf alles. Das Ding roch richtig geil an dem. Das ist ein Weihrauchduft. Und Weihrauch... Weihrauch, no joke, geil. Also, ich müsste gerade mal überlegen. Nee, Weihrauch, ich glaube nicht, dass es irgendeinen no Weihrauch-basierten Duft gibt, den Frauen richtig geil finden. Mhm. Der erste, der mir noch in den Sinn kommt, ist Sadiq Voltaire vs. Him. Ja, kenne ich sogar. Aber auch der ist jetzt nicht so geil wie ein Dior Sauvage. Also, schöner Weihrauchduft. Komm, mach mal ein bisschen Gas hier. Das hier, geiles Parfum. Riecht wie... Hatten wir doch eben schon. Kraft, Power, Strength. Alter. Oh, Alter, Digga. Alter. Alter, Alter. Oh, Junge, oh, Junge, oh, Junge. Oh, Junge. Lass ein Lachen-Challenge ab jetzt machen. Kraft, Power, Strength. Ich miete übrigens hier mit dem Mädel so ein richtig schrottige Studio-Apartment. Das heißt, nicht mal ein Zimmer. Das ist, also das Bett steht im Wohnzimmer drin. Also so, wie viel Quadratmeter hat das? So 23 Quadratmeter. Ist es so ein 30er-Jahre-Haus. Voll für den Arsch. Aber es ist so geil. Es macht so Spaß, weil... Es ist komplett schrottig. Es ist voll für den Arsch. Es ist wirklich komplett beschissen, aber so geil, es macht so viel Spaß, auf jeden. Nur zur Info, wenn die Wohnung, in der du lebst, richtig scheiße ist, dann hast du mehr Gründe rauszugehen. Macht und ich Sinn. Bin hier nur am Strand, ich bin draußen bei den Palmen, also du findest mich gar nicht in der Wohnung. Würde ich jetzt in so einem 40-Millionen-Dollar-Haus leben, würde ich glaube ich sagen, Alter, weißt du was, ich bleib hier in meinem Haus drin. Nur ja, so ja, als Tipp nebenbei, so, okay, ich lerne ja auch und ja, tja. Ist ein gutes Learning, ist ein gutes Learning. Also, kauft euch kein 40-Millionen-Dollar-Haus, sondern wohnt in einer kleinen Wohnung. Da könnt ihr nämlich easy rausgehen. Versteht ihr, was ich meine? Viel, viel einfacher. Viel, 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 viel einfacher. Gut. Dieser Duft ist cool. Der riecht wie Millesime Imperial von Creed. Hier möchte ich dir 2 Düfte zeigen. Da, die solltest du auf dem Radar haben. Das ist jetzt kurz für die Profis. Die Parfumo-Zuschauer und so. Also Veronique Gabay, es ist eine Frau, die war früher irgendwie so fast die Chefin von Estée Lauder, richtig krass. Hat sich selbstständig gemacht mit ihrer eigenen Brand. Mhm. Und hier insbesondere der Duft Eau de Jour von Alberto Morillas übrigens. Da kennt man ja. So wie Sexy Jarige. Mann, spricht einer von euch Französisch, weil ich nicht. Also hier so. Der Duft heißt Mama Lauda, ja, ja, genau. So heißen die Dinger. Mama Lauda. Alter Schwede, sind die geil, Mann. Scheiße, sind die geil, Mann. Also die hat's schon drauf. So, ein bisschen zackiger. Der hier ist ganz geil, aber hält leider nicht lange. Das wusste Schade. Ich nicht. Ich hätte gedacht, der hält richtig lange. Aber der hält leider nicht richtig Schade. Lange. Schade, Velvet kann man nicht wissen. Ist der Topseller von Dolce Gabbanas teuren Parfumline. Mhm. Die haben ja auch so eine Privé-Linie. Hier schöner Duft, das ist der Interlude Man von Amouage. Mhm. Das ist so ein Honigduft, geil. Mhm. Honig ist geil, ja. Aber muss nicht sein, also... Okay.
Wenn du wirklich Honig super findest, oh, die Sonne kommt raus, Jungs. Wir sind ja circa 6 Stunden zurück. Mann, seid ihr alle geil in der Comment-Section. Ich fress gleich eine Papaya. Wo geht das hin? Wo geht das hin? Wo geht das hin? Wo geht's hin? Wohin dieses Video? Jeremy, ich bin in den Zug eingestiegen. Wo, sag mir, Jeremy, wo fahren wir hin? Wohin fährt der Zug, in dem wir gerade sitzen? Boah, die Dinger, die kosten hier 1 Euro oder so. Die fettesten Dinger. Willst du mal wissen, wie eine Avocado hier aussieht? Ich zeig dir mal die Florida-Avocados. Guck dir das mal an. Zeig sie mir. Also, ich war ja hier beim Whole Foods. Normal kaufst du ja so diese Avocados, ne? So bam. Ja, und auch die kriegst du schon recht günstig. Mhm. Und lustigerweise sind die hier lokal. Das heißt, die sind sonnengereift. Nur für dich zur Info, Alter. Ja, klar. Avocados from Mexico und so. Das ist ziemlich in der Nähe. Ja. Hier, und jetzt zeige ich dir mal die Florida-Avocados. Zieh dir die mal rein. Was das für Brummer sind, Alter. Plötzlich fängt der an, mit Gemüse zu jonglieren. Hast du das schon mal gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Das sind in dem Fall keine Florida-Avocados, aber... Ich zeig dir mal die Florida-Avocados. Das sind in dem Fall jetzt keine Florida-Avocados, die ich euch hier gerade zeige. Dominican... Wieso nimmt der nicht nur einfach eine? Er hat doch hier noch so was anderes in der Hand. Plötzlich verkauft der Gemüse, Digga. Republic, baby. Alter Schwede, hier die... Der Dominikanische Republik, das ist nicht mal in der Nähe von... Ja gut, schon in der Nähe von Florida, aber still. Die Latinos, die sind voll am Start. Zieh dir mal rein... Und die sind so buttrig, wässrig, aber ich habe aufgehört, die zu essen, weil irgendwie gibt mir das nicht so den Kick. Alles klar. Wie kann man von einem Thema abschweifen, während man von einem Thema abschweift? Also der schweift sogar vom Thema ab, während er vom Thema abschweift. Das ist insane. So eine Avocado. Aber nur zur Info. Wenn ihr in Miami seid, holt euch die Grünen. Die, ja. Weißt du, wie viel ich gestern bezahlt habe? Ich muss das kurz zu Ende bringen. Ich habe noch 3... Wem erzählt er das? Drifte, glaube ich. Ich habe gestern bezahlt. Du zahlst für ein Pfund. Und ein Pfund ist halber Kilo. Aber er hat das ja aufgehört zu essen. Aber er hat sie ja trotzdem gestern gekauft. Also, für einen halben Kilo Avocados zahlst du 1,49 Dollar. Das sind circa 1,30 Euro. Okay. Kriegst also 3 Avocados für 1,30 Euro. Mhm. Was kostet eine Avocado in Deutschland? 3 Euro oder so. Ja. Krass, ne? Ja, macht ja auch Sinn, weil die muss ja importiert werden. Avocados wachsen halt nirgendwo in Europa, Jeremy. Und hier sind die in Saison, weil du darfst nicht vergessen, wenn die hier pflücken und nach Deutschland schippen, Alter, dann sind die ja noch roh. Die sind nicht sonnen. Die sind noch roh. Die sind nicht gekocht. Avocados sind gekocht. Gereift. Hast du schon mal den Begriff sonnengereifte Früchte gehört? Ja. Das ist kein Marketing. Das ist wirklich wahr. Also wenn es wirklich wahr ist. Weil Früchte brauchen die Sonne, damit die Vitamine entwickeln. Und wenn du die roh kriegst, haben die noch nie Sonne gekriegt. Da kriegst du eigentlich nur Pappe. Worüber reden wir die letzten Minuten? Nach Deutschland geliefert. Also immer bedenken. Und also eine Papaya habe ich schon gegessen, aber auch die Dinger, ich glaube, die kosten 1,20 Euro oder so. Ja. Ich war letztens im Supermarkt in Deutschland. Kratzt dich damit am Kopf. Habe ich die im Angebot gekauft. Ich glaube, irgendwie für 4 oder 5 Euro. Anstelle für 8 oder so. Ja. Und woher kommen die hier? Oh, scheiße. Ach. Guatemala. Guck mal, das ist geil, Mann. Hier in Miami. Guatemala, hier in Miami. Oh, scheiße. Okay. Also hier, Mexiko, Dominican Republic, Guatemala. Hammer. Also, wundervoll. Okay. So, wir machen weiter mit den Duft-Recommendations. Danke, Bro, danke. Jeder andere wird sowas rausschneiden. Ich liebe Jeremy dafür, dass er es einfach nur drin lässt. Das ist wirklich purstes Entertainment. Und man lernt auch sogar was über Parfüms. Das muss man an der Stelle sagen. Shit, voll zerstört das Ding. Oh, Mensch, du, die musst du jetzt essen. Das,
das Mädel. Maestro Bonz, please stop das Video, sonst esse ich noch die mondgereiften Avocados, Junge. Danke für deine 3 Euro, Bro. Wir haben Elisir. Schön, schöner Duft. Okay, zurück zu den Parfums. Aber riecht ein bisschen. Wie lange, Chat, schreibt eine Minutenanzahl in den Chat oder eine Sekundenanzahl, wie lange es braucht, bis ihr das Thema wechselt? Wie 24 Gold, also einmal wollte ich dir nur zeigen, aber Vorsicht. Dann haben wir ein Serjoff, wundervolles Parfum, sehr ja. geil. Mhm. Aber ich muss die Haltbarkeit noch testen, aber vom Geruch her richtig geil. Mhm. Da steht zwar nicht Serjoff drauf, aber das ist die Serjoff-Marke. Und den letzten, den ich okay. zeige, den muss ich noch ein bisschen testen. Guterweise habe ich die Hände noch frei. Ja, den teste ich jetzt. Und zwar den hier links. MDCI. Boah, geil. Mann, das riecht aber geil, du. Das ist so ein bisschen so Lemal-mäßig. Keine Ahnung. Und auf die andere Hand. Also ich nehme wirklich nichts an Wissen über Parfüms gerade mit. Und mache ich diesen sexy Duft. Den sexy Duft, okay. Also kurzes Essensexperiment erzähle ich euch jetzt. Jetzt wird interessant, über das All-You-Can-Eat-Buffet, Leute. Das wollen wir noch hören. Also, ich habe gesagt, komm, All-You-Can-Eat, sonntags finde ich geil. Mhm. Gehe ich zum Nicky B. Es war ungefähr eine Minute, bis das... Also jetzt, Leute, die letzten 10 Minuten sind nur noch Essen. Es geht nicht mehr um Parfüms. Beach Club und... Ja, ich fange erstmal mit Omelette an. 5 Eier ins Omelette und alles rein, bla bla. Nochmal das gleiche Omelette direkt hinterher. 10 Eier. Das Mädel, mit dem ich da war, habe ich gesagt, komm, order auch nochmal ein Omelette, dann esse ich den Rest von deinem. Okay. Habe ich 2,5 Omelettes erstmal gekriegt. Das wären ja dann so 12 Eier. Knallt, das waren so 10 Eier locker. Okay. Und da war ja viel drin, da war Chili und Tomate und all so ein Zeugs drin. Mhm. Nur... Das mache ich nicht nochmal, weil ein Omelette ist nicht so gut wie Spiegelei, weil was du wissen musst, ein Omelette ist ja verrührt, Eigelb und Eiweiß. Ja, klar. Und du möchtest das Eigelb immer so unbehütet, so behütet wie möglich haben. Das darf nicht Hitze ausgesetzt werden, weil im Eigelb sind viele, viele gesunde Fette, die sehr hitzeempfindlich sind. Deshalb ist das wirklich so, Leute? Ist das ein Fakt oder nicht? Eine Version ist Sunny Side Up with a Runny Yolk. Auf Deutsch, du machst Spiegelei, wo das Eigelb oben noch recht roh ist. Aber noch besser, gekochte Eier. Mhm. Also weich gekochte Eier, 5 Minuten Eier, noch besser. Oder du bist richtiger Superstar und trinkst rohe Wachteleier. In Deutschland mache ich das. Boah, riecht das geil, Alter. Aber hier jetzt nicht. Oh, riecht das noch geiler. Kurz wieder zurück zu den Parfüms. Scheiße, riecht das geil. Okay, das habe ich dann festgestellt und dachte mir, okay, Problem, mache ich nicht nochmal. Das heißt, dann habe ich festgestellt, nee, Omelette mache ich nicht nochmal, weil, wie gesagt, der zerstört das Eigelb. Des Weiteren nutzt er ein Fett in der Pfanne, was ich nicht mag. Wo fahren wir gerade wieder hin? Nämlich irgend so ein Speisefett oder so. Ich koche nur mit Ghee. Das ist klarifiziertes Butter, Butter, also Butterschmalz, aber richtig geiler Butterschmalz. Okay. Alles geil. Wie gesagt, also, er hat das schlechte Eigelb kaputt gemacht, der hat schlechtes Öl verwendet und ich esse sowieso jeden Tag Eier und zwar die besten. Warum soll ich dann bei einem All-You-Can-Eat-Buffet günstige Eier essen? Klar. Schlägst du ja den Magen voll, auch wenn es immer das Beste ist, mit Eiern anzufangen, kann ich dir nur empfehlen. Ja, so, dann habe ich mich also davon verabschiedet. Ja, danke. Und die haben richtig viel geiles Zeug. Google einfach mal Nikki Beach Sunday Brunch Miami. Die haben richtig viel Pasta und Waffeln, alter Schwede. Und da waren die geilsten Girls, so richtig geile Hollywood Latina Girls. Also teilweise auch mit Fake Brüsten, aber so Hollywood Girls in Miami. So geil sahen die aus. Und schlanke Teilen und geiler Arsch. Und boah, sahen die geil aus, die. Wo geht's jetzt hin? Mädels hier, also Hammer. Wohin? Und die knallen sich so richtig Waffeln voll mit Schlagsahne und ja, am Ende habe ich auch genau das nämlich gegessen. Kommen wir aber zum Ende jetzt zu, weil ich möchte, dass du eine Lektion mitbekommst aus dem Video. Okay, danke.
Die so richtig geil, so Waffeln, die so fett sind, Alter. Die, weißt du, was die hier essen? Chicken and Waffles, also Hähnchen. Ja, so eklig. Das check ich gar nicht, wie so die Amis, nasty. Was die hier essen. Da so gibt's sogar, nasty. Da gibt es sogar Essensketten, die sich so nennen. Chicken and Waffles. Die servieren dir also Waffeln. Weißt du, diese Waffeln, ne? Die so wie aus dem Toaster aussehen. Mit frittierten Hähnchen Chicken Wings und drauf. Und so Sirup, ja. Hä, das check ich gar nicht. Okay, aber und dann noch Honig drauf. Und nee, ohne Sirup. Scheiß, dann noch Honig drauf. Google nee, Sirup. Mal. Ja, Sirup, Sirup. Chicken Waffles. Kenn ich, und dann aber sau so Honig eklig. Ich denke so, crazy, Alter. Also, dann bin ich rübergegangen, hab Früchte gegessen, bla bla bla. Mann, jetzt, ich will jetzt ein bisschen Gas geben. Mhm. Und da ich ja sonst keine Früchte esse, weil ich ja so sehr auf Keto bin, also sehr Low Carb, hab ich gedacht, okay, komm, wir knallen uns Früchte rein. Und Ramon, danke schön. Zieh ich mir heute Abend zum Stream rein. Danke dir für den 10 Euro. Meine Idee mit den Früchten war, erstmal knallen, schön reinknallen, weil ich mir die grundsätzlich nicht kaufe im Supermarkt. Ich habe Ananas gegessen, Honigmelone, Wassermelone und Cantaloupe, das ist irgendwie so eine andere Art von Melone. Mhm. So wie Ananas, so wie Strawberries, also hier Erdbeeren und so. So, um meinen Appetit anzuregen. Ich bin hier voll so... Sevi, danke für den 20er. Am Leben. So, ich finde das voll geil, das macht so Dankeschön. Spaß, so humble zu sein. Aber was ist dann passiert, als ich mir diese süßen Krams reingeballert habe? Das will ich jetzt noch wissen. Der Arsch geil. Sevi, vielen, vielen Dank, Bro. Mein Gehirn sagte, friss weiter diese süße Scheiße. Mhm. Aber sorry, dass ich jetzt ein bisschen zu viel fluche. Das muss jetzt auch nicht sein. Ja, es stimmt so. Aber weißt du was? Ich sagte so, boah, Alter, wenn ich jetzt einen Wildlachs esse, ich glaube, ja. Ich muss kotzen, Alter. Oder ich hätte... Habe ich aber auch oft. Habe ich aber auch sehr oft den Gedanken, wenn ich jetzt einen Wildlachs esse, muss ich kotzen. Das ist komplett relatable, Leute. Mir geht's da ähnlich. Ich hatte keinen Bock auf irgendwas. Ja. Also das hat mich echt verwundert. Ich dachte... Mhm. So, ich dachte, das wäre wie so eine Fress-Challenge, du kennst das ja, die Typen, die sich so die Hotdogs reinballern. Ich dachte, dass mein Gehirn irgendwie auch so am Start ist und dann irgendwie so Reset, ich wollte den Reset-Knopf drücken. Damit du weiter essen Keine kannst. Chance. Ja. Keine Chance. Schade. Alter. Alsbald ich diese... Wo kommt das Wort her? Süßen Dinger reingekriegt. Wo kommt das denn her? Alsbald ich diese... Knallt hab. Hat mein Gehirn gesagt, Feierabend. Nur noch Süßes oder gar nichts. Und ich glaube, aus folgendem Grund. Okay, erzähl's uns. Die Kalorien ja. In der Größe der Mahlzeit waren sehr konzentriert. Ja. Mein Körper war physisch voll mit Essen. Okay. Da ging nichts mehr rein. Klar. Außer ich hätte mich übergeben. Okay. Und deswegen denke ich, hat mein Körper gesagt auch, okay, Alter, von mir aus, wenn jetzt die nächste Eiszeit ab morgen anfängt, dann knall dir diese süßen Dinger rein, weil da sind 100 Gramm, sind da 600 Kalorien drin. Aber wenn du 100 Gramm Fisch dir holst... Es ist mir ein Rätsel, Leute. Es ist mir wirklich ein Rätsel.